Kim Kardashians Look für die Met-Gala sorgt für harsche Kritik. Auch in diesem Jahr präsentieren die Promis auf dem glamourösen Event im New Yorker Metropolitan Museum of Art am Montag die schönsten Roben und die auffälligsten und schrillsten Styles. Ganz vorne mit dabei ist auch die Reality-TV-Bekanntheit, die von ihrem neuen Freund Pete Davidson begleitet wird. Ihr Look ist dabei ein Hingucker. Kim flasht mit platinblonden Haaren und einem glitzernden Kleid, das einst Marilyn Monroe gehört. Dafür muss sie aber satte 7 Kilo abnehmen, da es ihr vorher nicht richtig passt. Das stößt auf große Ablehnung bei ihren Fans und vielen anderen Promis. Vor allem Lilly Reinhardt findet das eine Unverschämtheit. Die Ignoranz ist weltfremd und ekelhaft. Bitte hört auf, diese dummen, schädlichen Berühmtheiten zu unterstützen, deren gesamtes Image sich um ihren Körper dreht. Denn noch am Abend der Veranstaltung gibt die Unternehmerin ein Interview und verrät Details zu ihrer straffen Diät. Wochenlang hungert sie, um in das Kleid zu passen. Das Erschreckende ist dabei, Kim trägt das Dress nur für ihren Auftritt für wenige Minuten. Direkt danach schlüpft sie schnell in ein bequemeres Outfit und flüchtet von der Gala. Und gönnt sich endlich wieder ein paar Leckereien, wie sie während des Events verrät. Da ich seit 3 Wochen keine Kohlenhydrate und keinen Zucker mehr gegessen habe, essen wir nachher Pizza und machen eine Donutparty im Hotel. Das transportiert laut Lilly eine komplett falsche Botschaft. Die Riverdale-Schauspielerin findet es dreist und unnötig, nur für ein Kleid zu hungern. So falsch, so daneben auf 100 Ebenen. Offen zuzugeben, dass du dich für die Met-Gala ausgehungert hast, wo du doch ganz genau wusstest, dass Millionen junger Männer und Frauen zu dir aufschauen und auf jedes deiner Worte hören. Damit ist die Beauty aber nicht alleine. Auch viele Fans lassen auf Twitter ihren Dampf über Kims Auftritt ab und kritisieren ihre Diät. Die Sache mit dem Gewichtsverlust von Kim Kardashian ist krank und es ist nicht in Ordnung, darüber im nationalen Fernsehen zu sprechen, wo die Jugendlichen es sehen und zur Therapie heranführen, um ihre Essstörungen zu verteidigen. Aber nicht nur ihr Abmagern sorgt für gemischte Gefühle. Eine Marilyn Monroe-Expertin findet Kims Auftritt in dem Kleid ein Unding. Denn ihrer Meinung nach soll niemand die wertvolle Robe tragen dürfen. Ich bin sehr enttäuscht, dass dieses 60 Jahre alte ikonische Kleid in der Öffentlichkeit getragen wird. Das Kleid ist ziemlich zerbrechlich und wurde bisher unter temperaturkontrollierten Bedingungen aufbewahrt. Aber jetzt wird es nicht nur getragen, sondern auch auf einem roten Teppich, wo alles hätte passieren können. Auch wenn Kim mit diesem Kleid heftig polarisiert und viele ihre Intention kritisieren, lässt sich eines nicht bestreiten. Sie legt einen Hammerauftritt hin, der sicherlich in die Geschichte der Met-Gala eingeht.